Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Wichtige Information für euch, nächster Livestream. Ihr wisst ja schon eigentlich Bescheid, aber es ist halt so wie immer. Und es ist also der Donnerstag, 16 Uhr versuche ich anzupeilen. Also ich denke mal, das sollte so der Stand der Dinge sein. Und so sollte es dann auch werden, wenn sich was dran ändert, sage ich auf jeden Fall nochmal Bescheid. Aber das ist jetzt erstmal so, ja, wie ganz normal und wie so oft der Zeitpunkt, um reinzugehen. Gemeinsam dann auch ins neue Event, Centurions Event, kommt raus, Leute. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Schauen wir uns auch gleich nochmal an, was da für Spieler rauskommen. Da gibt es auf jeden Fall noch gute Leaks, gute neue Spieler und ich glaube, da gucken wir dann gleich mal vorbei. Vorher aber noch gehen wir natürlich rein in das ganze andere Zeug, was noch so da ist. Vor allem im Heroes Event muss ich noch ein bisschen was öffnen, was dann eben alles dann auch weg sein wird. Deswegen sollte man sich ranhalten. 29 Stunden habe ich noch. Und dann kann man hier reingehen und ich habe noch, 84 Punkte übrig. Das heißt, ich kann nochmal das letzte Ding hier auch öffnen und kann dann hier insgesamt auch meinen Mascherano mitnehmen, der mir fehlt tatsächlich. Dann habe ich hier alles geschlossen. 100 bis 1000 Gems, vielleicht haben wir ja wenigstens nochmal Glück hier raus oder so. Mal ein bisschen Gems farmen wäre ja gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ja Glück. 500, ist okay. 500 nehme ich mit. Ist eine gute Summe, kann man auf jeden Fall was mit anfangen, ist in Ordnung, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mitnehmen und jetzt nochmal 77 bis 91. Ja, wahrscheinlich sieht man jetzt keinen 91er, aber trotzdem kann man mal mitnehmen, kann man mal machen. Vielleicht hat man ein bisschen Glück. Oh, doch, Walkout. Interessant. Haaland oder was? Nee, Ødegaard. Das ist Ødegaard, oder? Ist das Ødegaard? Ja, Ødegaard 87, das ist krass. Ja, den nehme ich mit. Ødegaard 87, 80 Martial und dann noch drei 70 plus Spieler. Ist okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und jetzt einfach noch Mascherano, das ist auch klar. Der 91er hier perfekt für die ganzen Trainingsdinger. Und jetzt kann ich nämlich auch erstmal noch schnell schauen hier. Heroes Expedition, da kann ich vielleicht, jawohl, kann ich hier noch abholen, perfekt. Mein ganzes Zeug, noch ein paar Gems, noch ein bisschen anderes Zeug, ein paar Spieler, ein paar Münzen, dies, das. Kann man ja auch mal schnell noch mitnehmen hier, perfekt. Und dann kann ich noch hier für 5 Packs öffnen, das mache ich auch noch ganz schnell hier. Erstmal noch einmal starten das Ganze, die ganze Heroes-Expedition und jetzt reingehen, 500 Punkte, das heißt 5 Packs öffnen, vielleicht haben wir mal einen Walkie-Talkie dabei, wahrscheinlich eher nicht, aber wir können es ja mal versuchen, vielleicht ist ja doch irgendwas dabei, was man mitnehmen kann. Dayo Upamecano, okay, na gucken wir mal, ist vielleicht doch noch was dabei und auch hier kein Walkout, Isco nehmen wir auch mit, okay, 3 haben wir noch. Komm schon, irgendwas, was man vielleicht gebrauchen könnte. Auch wieder kein Walkout. Rakitic, ach, den gibt's ja auch noch. Rakitic, Alter. Krass, ey. So, was haben wir noch? Ja, probieren wir es nochmal. Und wir bekommen Walkout sogar. Ui, normaler Walkout. Spanien. Ja, LV. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht viel. Doch, 87 Gaia. Naja, nehme ich mit. Ich glaube, das ist ja der beste, den ich jemals hier rausgezogen habe aus diesem Pack. Ist doch ein schönes Pack nochmal hier. Gaia, stimmt, 87. Jo, alles zwar sowieso. SBC, von noch ein Walkout. Da bin ich hier, Back-to-Back. Toti Walkout, was? Italien? LV? Di Marco. Okay, aber diese Packs, hä? Was ist das denn? Toti Walkout. Jo, jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt habe ich aber alles gesehen hier. Das war ja sehr komisch. Ja, ich habe kurz gedacht, jetzt wird's eher Maldini. Jetzt wird's Maldini. Aber gut, ey, alles super, alles gut. Da bin ich voll fein mit der ganzen Sache. Jetzt kann ich noch hier beim Hauptkapitel noch das Pack hier holen. 85 bis 97 und noch ein paar 12 mal 75 bis 97. Auch mal schauen, noch ein paar Basisspieler dazu. Vielleicht haben wir hier raus nochmal ein Walkie-Talkie. Ich hoffe tatsächlich, dass es nochmal ein Walkie-Talkie gibt. Ich glaube schon, dass das jetzt so eine Art eigentlich... Ich glaube, das wäre so eine Art Ultra-Pack, oder? Das ist eigentlich so ein Ultra-Pack hier, was man hier bekommt. Also, let's go. Ich gehe rein. 3, 2, 1, meins gönnen. Pack-Lack-Pfeife. Walkout, wichtig. Normaler Walkout, okay. Kroatien, Modric.
Guardiol, wie viel hat er? Ah, 87, okay. 87 Guardiol ist okay, geht besser. Vielleicht haben wir noch was dahinter, vielleicht noch Mascherano oder so. Und, nee, schade, leider nicht. Bester ist einfach Guardiol, danach noch Calabria, okay. Kann man mitnehmen, paar Bronzespieler, paar 70er, kann man für die SBCs und so ein Zeug mitnehmen. Ja, ist okay, kann man mitarbeiten und ein Grealish war auch noch drin, ja. Nimmt man mit, ne? Was anderes bleibt da mir auch nicht übrig bei der Sache hier. Aber der Di Marco, der hat mich schon mal ein bisschen hier, keine Ahnung, ich will nicht sagen aus dem Leben geschallert, aber also Toti Walkout aus dem Pack zu sehen, Back-to-Back Walkout und dann nochmal ein Toti Walkout, das war jetzt gerade eine ganz wilde Nummer auf jeden Fall. Hätte ich auf jeden Fall niemals erwartet. Aber gut, wir können nur verkaufen. 2 Millionen nehme ich mit. Ist in Ordnung. Kann man auf jeden Fall mit leben. Komme ich hier auch meinem Ziel ein bisschen weiter. Mein großes Ziel natürlich die 100, ich glaube 10 Millionen oder 20 Millionen für Mo Salah. Das ist so das nächste Ziel. Mal sehen, ob ich das schaffe, wann ich das schaffe, wie auch immer ich das schaffe. Und dann werden wir mal schauen, wie es dann in die Richtung weitergeht. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch weiter zu X oder halt zu ehemals Twitter, ihr wisst Bescheid. Da hat nämlich EAFC Mobile ein bisschen was geleakt zu dem ganzen Zeug, zum neuen Event, wie auch immer. Und da schauen wir mal hin. Centurions kommt ja raus. Ich bin gemeinsam mit euch dann live am Donnerstag im neuen Event drin. Also seid dabei und wir gehen jetzt erstmal rüber. Also, es wurden nämlich schon die ersten paar Leaks getwittert oder halt hier gepostet, weil Twitter, weiß nicht, ob man das noch sagt, nachdem das Ganze hier umbenannt wurde. Egal, wir haben auf jeden Fall schon mal das Design geleakt bekommen. Also, so sieht das Ganze aus. Sieht schon mal sehr, sehr wild aus, muss ich sagen. Also, das Design ist schon, das hat schon was, ne? Also, Centurions, boah. Richtig heftig. Ich würde sagen, das ist vielleicht ein Garincha, Puyol und ein Ballack. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Das würde ich jetzt mal sagen. Das Design sieht sehr, sehr heftig aus. Und es wurde ja auch hier schon mal geschrieben. Hier, join the Hashtag FC Mobile Live Show at 18 UTC. Also es gibt schon wieder den Livestream, wo wir auch gleich mal reinstarten können. Neues Gameplay-Update, Spectator Mode und Centurions Event ist da. Also da ist ein bisschen was, was da rauskommen soll. Wir gucken uns das Ganze doch mal an. Wir werden mal schauen, was da jetzt genau am Start ist. Wir haben wieder den Livestream auf dem offiziellen Kanal von EAFC Mobile hier. Ja, oder denke ich mal, kann man ganz einfach mal hier schauen. Also Leute, gucken wir uns jetzt nochmal so die groben Einblicke an. Alles Weitere könnt ihr ja auch privat noch machen, wenn ihr da selber noch was schauen wollt tatsächlich. Also zuallererst haben wir natürlich mal wieder die beiden EA-Mitarbeiter, die uns das Ganze hier erklären. Und dann können wir nochmal gucken. Zack, zack. Also es gibt neue Gameplay-Veränderungen im Passen. Dribbling wird auch verbessert. Crossing, Major Bug Fixes, also es gibt auch die meisten Bugs wurden auch gefixt und auch Verbesserungen. Also das ist jetzt einfach nur, wer da die Gameplay-Änderungen sehen möchte, kann sich das nochmal anschauen hier. Hier habt ihr nochmal einen Überblick tatsächlich darüber. Könnt auch kurz mal pausieren, nochmal durchlesen. Das jetzt geht es hauptsächlich auch noch mit ums Centurions-Event, wo es eben auch ordentlich nochmal neues Zeug gibt und wo auch jetzt gleich wahrscheinlich hier das Ganze gezeigt wird, wie wir es auch kennen. Jetzt werden natürlich noch die ganzen Gameplay-Features angewendet hier im Livestream. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal aufschlauen, wenn ihr das machen möchtet, wenn ihr hier sehen möchtet, wie das Ganze auch nochmal in-game dann aussieht. Das, was da eben gerade geschrieben stand. Aber hier sind jetzt die Spieler, let's go. Das wollten wir sehen. Achso, also es ist doch mehr über normale Spieler und noch nicht Icons. Da sieht man ja Neymar, Reus und Sergio Ramos. Finde ich sehr cool auf jeden Fall. Also Sergio Ramos, sehr, sehr wild. Der wird in jedem Game eine rote Karte kriegen. Huch. Sonst Neymar, auch sehr stark. Reus natürlich absolut heftig. Gavi, Militao, Vardy, Herrera, Talisca, Hart, Falcao, Neuhaus, Weghorst, Oyarzabal, Stuani und McKenzie. Also ich weiß nicht, Leute, wen von denen würdet ihr gerne spielen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Für mich ist eigentlich Neymar sehr interessant. Vielleicht ein Reus. Und ja, sonst weiß nicht, der Sergio Ramos ist so eine Sache. Es gibt ein Main-Kapitel, da kann man auswählen zwischen Zico und Van Nistelrooy. Da kann man eben das Ganze auswählen, wahrscheinlich dort auch Spiele machen. Es gibt auch Makelele, das hat man gerade gesehen.
Und da kann man dann eben reingehen, man kann bestimmte Spiele spielen, man kann wieder Werbung schauen, man kann den Pfad entlang gehen, sieht auch so ein bisschen aus wie Toti, finde ich. Es gibt wieder bestimmte Spieler zum Abholen, hier haben wir die Icons als unverkäufliche Variante. Es gibt verschiedene Tickets wieder, die wir einlösen können dafür und auch natürlich die Gems, die wir bekommen. Das ist auch cool. Und genau, man kann hier eben so immer so im Dreieck spielen, hat man es gerade eben kurz gesehen. Also man hat Gratis-Dinge dabei, man hat CPU-Spiele, man hat Skill-Games und eben auch, ja, hauptsächlich CPU-Spiele, wenn man sieht, drei Stück an der Zahl. Man kann Gems bekommen, auch so ein bisschen Glück braucht man, um die Gems zu bekommen. Und dann kann man hier auch mit den Umtauschpacks, kann man hier sagen, Scout-Punkte bekommen, und diese Scout-Punkte kann man dann wahrscheinlich hier einlösen und kann dann in, ich glaube, drei verschiedenen Modi die Punkte einlösen, um dann Spieler zu bekommen, also Centurion-Spieler zu bekommen. So sieht's aus, und es gibt also wieder 1 gegen 1 und Teams, ich wollte sagen 1 gegen 1 und Teams bewerten, nein, es gibt wieder 1 gegen 1 und versus Angriff in einem Event, das ist schon mal eine coole Sache, und hier hinten haben wir dann auch wieder sowas zum Würfeln, wie im Winter Wildcards, das fand ich ja sehr, sehr cool, dass das möglich war, leider sind hier die Spieler untrade, das macht das ein bisschen, ja, schwieriger, würde ich sagen. Trotzdem gibt es auch noch hier noch einen weiteren Pfad, wo man durchgehen kann mit einem 93 bis 97er. Also hier ist auf jeden Fall gut was zu holen, wenn man sich das mal so anschaut. Es gibt wieder natürlich ein paar... das Card-Design von Alonso sieht krass aus. Es gibt wieder Quests, das wollte ich noch sagen. Und Alonso, boah, der sieht schon lecker aus. Eieiei. 95er Xabi Alonso, boah. Das ist krass, das ist wirklich krass, wirklich, wirklich krass auf jeden Fall. Ja, Makelelelelelele gibt es auch nochmal hier, neue Showdown-Spieler gibt es auch mit. Und ja, sonst gibt es noch ein paar andere Umtauschpacks, hat man jetzt, glaube ich, nichts gesehen. Doch, Centurions gibt es Umtausch, aber es wurde noch nicht gezeigt. Wir haben Drogba, wir haben Gerard, wir haben Van Basten, wir haben Beasley, okay, gut, Drogba, Gerard, die waren schon vorher da. Gavi, Keane, Schweinsteiger auch als 96, sehr cool. Lampard, Pirlo, Veron und die anderen haben wir schon gesehen. Zambrotta sieht auch sehr interessant aus. Hier haben wir nochmal die ganzen Stats dazu. Also wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schaut euch auch gerne den Livestream dazu an von EA FC Mobile, genau, auf dem offiziellen Kanal. Ich würde jetzt an der Stelle sagen, wir sehen uns einfach morgen im Livestream dazu. Kommt da gern rein, es wird wild. Da schauen wir uns das gemeinsam nochmal alles an. Öffnen die ersten Packs und ich gehe jetzt einfach wieder schnell zurück zum DFB-Pokal, weil jetzt spielt ja Kaiserslautern gegen Saarbrücken. Und das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss!